Okay, der Song, der jetzt kommt, ist, wenn man die Zahl der YouTube-Klicks, die es zu einem Lied gibt, als Maß nimmt, mein erfolgreichstes, mein beliebtestes Lied. Und was mich daran freut, ist, dass es ein politisches Lied ist. Es ist der Song hat jetzt gerade in den letzten Monaten die 1-Million-Klick-Grenze durchschritten. Und ich finde es echt toll, das gibt es bei Liedermachern gar nicht so oft. Ich möchte mich bei euch allen, die den schon mal geklickt haben, bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Schade, dass es kein Geld dafür gibt. Das wäre dann so richtig geil. Das ist ein Lied, das ist schon ein paar Jahre alt. Das ist, glaube ich, 2002 habe ich das geschrieben oder so. Es ist aber ein Lied, das auch immer relevanter geworden ist im Laufe der Jahre. Es ist ein Lied, was man unmittelbar zur Sanierung von Staatsfinanzen gebrauchen kann. Das heißt die Zaubersteuer. Und wenn ihr jetzt nach Hause geht heute Nacht und schaut euch diesen Video nochmal an, einfach bei YouTube Götz Wittmann Zaubersteuer eingeben, dann seid doch bitte so nett, ich habe eine kleine Aktion ins Leben gerufen, kopiert den Link und schickt ihn ans Bundesministerium für Finanzen. Ich habe ausgerechnet, wenn man die Idee, die ich der Gesellschaft in diesem Lied kostenlos zur Verfügung stellen möchte, wenn man diese Idee europaweit umsetzen würde, wäre es überhaupt kein Problem mehr, den griechischen Staatshaushalt auszugleichen. Stell dir vor, es gibt eine Steuer, die die Leute gerne zahlen. Und so oft sie bezahlen, danach völlig selig strahlen. Millionen Menschen täten's immer, immer wieder gern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es sehr bald noch mehr wären. Sie würde Unternehmen schaffen, die noch mehr Steuern blechen. Sie würde der Gesundheit dienen und das Verbrechen schwächen. Eine Steuer, die der Steuerzahler liebt. Sag nicht, dass es das nicht gibt, um diese Steuer zu kassieren. Muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Legal wären die Rohstoffe bestimmt nur halb so teuer. Da entsteht plötzlich eine ganze Menge Spielraum für eine Steuer. Sagen wir 2 Euro pro Gramm. 2000 pro Kilogramm. 2 Millionen für eine Tonne und es wächst viel an von da der Sonne. Die ganze Kohle wird verschenkt, einfach im Schwarzgeld zum Versenken, um diese Kohle zu kassieren. Muss man nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Und auch die Händler zahlen Steuern, halten sich an die Gesetze und schaffen so paar tausend ganz legale Arbeitsplätze. Die Polizei würde entlastet, ganz genau wie die Gerichte. Die Entlastung für die Betroffenen ist eine ganz andere Geschichte. So manchem Steuerzahler, nur weil er gern mal einen qualmt, hat dieses Scheißgesetz schon seine Existenz zermalmt. Wenn man sein Hasch in staatlich kontrollierten Läden kaufen könnte, wäre das ein paar Milliarden Euro mehr für Arbeit, Bildung, Rente. Um die Milliarden zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren.
man muss nur Hasch legalisieren. Wie viele, die jetzt völlig nutzlos hinter Gittern sitzen, könnten, wenn sie frei wären, der Gesellschaft viel mehr nutzen. Statt Kosten produzieren, ihren Teil beitragen und die Zivilen, die heute hier rumhängen, könnten Terroristen jagen. Ja! Ich kann das alles nicht kapieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Man muss nur Hasch legalisieren. Dankeschön!